jetzt. Hart aber fair. Mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend und herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank. Dankeschön. Wie ist sowas nur möglich? Wie werden aus intelligenten, ehrgeizigen Menschen Scientology-Mitglieder? Eine Antwort hat der Fernsehfilm in der ARD gerade versucht, aber es bleiben auch viele Fragen offen. Wie zum Beispiel muss man sich das Führungspersonal der Scientologen vorstellen? Etwa als verschlagene Manager des Bösen? Machen Sie sich selbst ein Bild. Sie werden überrascht sein, zum Beispiel vom Pressesprecher der deutschen Scientologen. Er ist bei uns hier in der Runde. Ein Glauben, der scheinbar alles erklärt, eine Welt, die keine Fragen mehr zulässt, Sekten oder Organisationen wie Scientology haben eine unheimliche Anziehungskraft. Warum suchen Menschen, auch Prominente wie John Travolta oder Tom Cruise, warum suchen Menschen ausgerechnet dort Halt? Wo begegnen uns auch in Deutschland Scientologen, ohne dass wir das wissen? Und was sollte der Staat dagegen unternehmen? Hart aber fair, mit einem brisanten Thema und diesen Gästen. Günter Beckstein, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, warnt, Scientology ist eine totalitäre Organisation, die sich als Kirche tarnt, sieht ihre Mitglieder ab und setzt diese massiv unter Druck. Jürg Stettler, der Sprecher von Scientology Deutschland, klagt an, gegen uns läuft eine Kampagne mit bewussten Übertreibungen und dreisten Lügen. Auch der gerade ausgestrahlte Film hat mal wieder ausschließlich Negatives zusammengetragen. Wilfried Handel. Der Österreicher war bei Scientology, auch in leitender Position, und sagt nach 28 Jahren Mitgliedschaft, ich habe dort nicht mehr nachgedacht, sondern nur noch funktioniert. Denn Scientology hat meine Gefühle und jeden gesunden Menschenverstand ausgelöscht. Jürgen Fliege. Der Moderator und evangelische Pfarrer stellt klar, in Deutschland herrscht Religions- und Meinungsfreiheit. Deshalb sollten wir uns nicht in eine Anti-Scientology-Hysterie hineinsteigern. Sabine Riede, die unabhängige Expertin der Sekteninfo NRW, ist überzeugt, der ARD-Film hat noch nicht einmal alles gezeigt, wozu Scientology fähig ist. Diese Psycho-Organisation macht Menschen krank, denn ihr geht es nur um Macht, Geld und Abhängigkeit. Herr Stettler, was erhoffen Sie sich von dieser Sendung? Also das werden wir sehen. Ich erhoffe mich einfach mir, dass es möglich sein wird, mal unsere Position darzulegen und zu zeigen, wer wir wirklich sind und Hintergründe zu zeigen, was eigentlich im Moment in Deutschland abgeht in der Diskussion um Scientology, die unglaublich einseitig ist und wo die Stimme der Scientology fast nie zu Worte kommt. Und ich hoffe, dass ich hier ein paar Mal zu Worte komme, um zu zeigen, dass da wirklich eine Hysterie stattfindet und dass da unglaublich viele Falschinformationen über Scientology kursieren. Herr Beckstein, was erhoffen Sie sich von dieser Sendung? Eine möglichst wahrheitsgemäße Aufklärung der Menschen, sodass jeder selber sich entscheiden kann, wofür er sich einsetzt und möglichst wenige beabsichtigt in die Fänge von Scientology geraten. Frau Riede, aus Ihrer jahrelangen Erfahrung, die Sie haben mit Scientology-Aussteigern, wie nah ist der Film, wir zeigen nachher nochmal Ausschnitte, Sie müssen ihn nicht unbedingt gesehen haben, um dieser Sendung zu folgen, wie nah ist dieser Film an der Realität? Er ist sehr, sehr nah an der Realität. Das fängt bei der Scientology-Sprache an und zeigt ja auch ganz deutlich den Unterschied. Leute, die für Scientology arbeiten, kommen sehr schnell in finanzielle Krise. Es wird sehr viel hier für die Kurse ausgegeben, auch die Einstiegssituation. Also das könnte man beliebig fortsetzen. Gleich am Anfang wird durch den Test verunsichert, dann wird sofort die Lösung für alle Probleme präsentiert, sodass man dann auch hier sehr schleichend in die Organisation hineingezogen wird. Herr Handel, wenn man fast drei Jahrzehnte wie Sie für Scientology gearbeitet hat, darunter auch viele Jahre als Führungskraft, Sie haben den Film auch gerade noch mal gesehen, wenn Sie da unter diesem Eindruck stehen, wie sehen Sie sich heute? Sehen Sie sich eher als Täter oder sehen Sie sich eher als Opfer? Ich würde mal sagen, ich bin jetzt seit 8 Jahren ausgestiegen und ich hatte eigentlich weniger Problem, wenn Sie so möchten, mit meiner Täterschaft und habe die Opferschaft eigentlich immer sehr erfolgreich verdrängt, aber wenn ich jetzt gerade, ich habe mir den Film jetzt im Vorfeld nochmal angesehen, das ist, ich kann wirklich nur sagen, auf der einen Seite, auch wenn man so möchte, von den Konsequenzen her, also ich würde mal sagen, mein Leben innerhalb von Scientology ist zu 80, 85% genauso verlaufen. Ja.
Warum sind Sie hier? Naja, das ist, ich finde, der Film bietet eine wunderbare Chance, einmal wirklich über Scientology zu diskutieren, ihn auch zu zeigen. Und wenn es mir gelänge, das eine oder andere, den einen oder anderen Aspekt zu verdeutlichen, um wirklich aufzuklären, um zu warnen, das finde ich, würde ich sehr toll finden. Herr Flieger, auf einmal spricht so das halbe Land über Scientology. Ist das angebracht oder finden Sie das hysterisch? Ich habe vor Jahren schon gesagt, es sind 5.000, 6.000 Leute, von denen ich meine, sie sind auf einem völlig falschen Dampfer. Man kann kein Controlling-System in Religion einbauen. Religion funktioniert genau umgekehrt, nämlich Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Controlling ist vom Teufel, wenn man so will. Und deswegen denke ich, der Verfassungsschutz hat nichts was Großes gefunden. Ich würde gerne lieber mit den Leuten reden und sagen, also mit ihnen reden und sagen, hast du Lust, haben Sie Lust, von außen betrachtet zu werden von mir, sodass ich Ihnen ein paar Sachen sagen kann, die Sie vielleicht selber gar nicht sehen können. Absolut. Also im Sinne von, guck mal, was du machst. Du hast eine Männerreligion, die auf Erfolg, Erfolg, Erfolg setzt, auf Macht und Erfolg setzt. Und wie willst du denn in den Sarg kommen mit Controlling? Da kommst du nicht rein, da kommst du nur über Hingabe rein. Da kommst du nur über Aufgabe, Surrender. Stimmt. Also wie in der Sexualität, wie in der Spiritualität. Ein völlig falscher Ansatz. Das würde ich gerne von außen mit Ihnen diskutieren. Herr Fliege, belassen Sie es doch mal bei einer Frage. Wie wollen Sie in den Sarg kommen mit Kontrolle? Verstehen Sie, was ich meine? Ich habe das verstanden. Ich weiß nicht, ob es Herr Stettler verstanden hat. In den Sarg mit Kontrolle. Also ich sehe das völlig anders. Ich meine, ich will vielleicht einen Punkt, ich habe jetzt diesen Film auch gesehen vorhin. Man muss vielleicht ein bisschen differenzieren. Der erste Teil ist relativ realistisch dargestellt. Ich würde sagen, die Emotionen der Leute sind schon ein bisschen seltsam. Aber dann, wie es dann nachher weitergeht, also wenn in Scientology wirklich solche bescheuerte Gestalten, wie in diesem Film dargestellt, drinnen wären, dann wäre ich schon längstens immer Mitglied. Und da würde ich ganz sicher nicht meinen Kopf hinhalten für Scientology. Was meinen Sie denn ganz und deshalb genau, zum Beispiel, es sind ein paar. Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel, dass man sagt, diese Bilder von den Kindern, die da so komische Übungen machen in der Schule. Es gibt Schulen, die mit L. Ron Hubbard Studiermethoden arbeiten, die tun überhaupt nichts mit Scientology, haben die am Hut, sondern einfach die nutzen diese Methoden und das wird suggeriert, dass die Kinder in solchen Schulen... Können wir darüber noch Übungen, Frau Riede? Das ist ein Beispiel. Ich möchte einfach da... Darf ich dieses Beispiel noch mal vertiefen? Sie können dann gleich dazu Stellung nehmen, damit die Zuschauer... Gerne. Und zwar auch dieser Sorgerechtsfall, der hat sich eben genau umgekehrt, hat er sich abgespielt. Und ich bin froh, dass wir unseren eigenen Film gemacht haben. Der ist seit 7:45 auf Scientology-tv.de zu sehen. Und ich würde einfach sagen, jeder Zuschauer, der diesen Film gesehen hat, soll unseren Teil schauen. Und dann kann er sich ein Bild machen, welche Version mehr der Wahrheit entspricht und welche nicht. Dieser Film ist kein Dokumentarfilm, der in der ARD gelaufen hat. Er behandelt auch nicht nur einen Fall, sondern er nimmt mehrere Schicksale als Folie. Dennoch bemüht er sich, und Sie haben es ja gerade angesprochen, Sie haben das in den ersten und zweiten Teil unterteilt, er bemüht sich, die Stimmung und die Szenen in der Scientology möglichst realitätsnah zu treffen. Auch diejenigen, ich habe das schon mal gesagt, die den Film eben nicht gesehen haben, die können sich jetzt ein Bild davon machen. Wir haben drei beispielhafte Szenen genommen und wir haben unseren Gast und Ex-Scientologen Wilfried Handel mal gebeten zu gucken, wie gut dieser Film die Realität getroffen hat. Schauen Sie das bitte mal an. Auditing. Nimm bitte diese Dosen in die Hand. Danke. Und Jens? Konzentrier dich auf diese Anzeige. Im Film soll Frank Reiners sehr persönliche Fragen beantworten. Die Scientologin benutzt dabei ein Gerät, das sie E-Meter nennt. Kritiker bezeichnen es als eine Art einfachen Lügendetektor. Jetzt denk an den Moment, in dem ich dich gekniffen habe. Kannst du dich in eine Zeit zurückversetzen, als du ein kleiner Junge warst? Ja. Da ist ein Mädchen auf dem Karussell. Ich gehe zu ihr und schieb das Karussell an. Das Mädchen lacht. Und die Nadel schwebt.